sitzen zwei Frauen auf einer Parkbank. Die eine ist schwanger, die andere schaut sie von der Seite an und sagt, wow, was für ein riesiger Bauch. Sind das Zwillinge? Na, wenn nicht, muss dieses Kind ja mindestens 4 Kilo wiegen. Krass, du Arme. Also bei meiner Geburt, die Wehen haben 48 Stunden gedauert und waren so furchtbar. Ich dachte, ich zerreiße. Geburt ist ja so, als wenn man Ziegelstein ausscheidet. Ermutigend, oder? Dabei hatte alles so gut angefangen. Als der zweite blaue Streifen verheißungsvoll auf dem Schwangerschaftstest aufgetaucht ist, war noch alles gut. Schwanger. Ein Baby. Ich werde Mutter. Ich bin guter Hoffnung. Vielleicht wurde die Schwangerschaft noch eine Weile geheim gehalten oder nur im kleinsten Kreis geteilt. Aber irgendwann wurde es Zeit für die erste Vorsorge. Die Fehlersuche beginnt. Gibt es irgendwelche Risiken? Alles okay mit dem Baby? Besser, wir machen noch ein paar Tests. Viele Untersuchungen später ist man plötzlich nicht mehr guter Hoffnung, sondern hofft nur noch, dass trotzdem alles gut geht. In unserer Gesellschaft, in der Geburten so sicher sind wie nie zuvor, haben wir es geschafft, ein System zu etablieren, was Schwangere zwar wunderbar überwacht, sie aber überhaupt nicht stärkt und vorbereitet, sondern sie permanent mit vermeintlichen körperlichen Unzulänglichkeiten konfrontiert. Der Betreuungsfokus liegt vor allem auf medizinischen Fragen. Der potenziell transformierenden Erfahrung der Geburt wird dabei wenig Beachtung geschenkt. In unserer Kultur gilt die Schwangerschaft vor allem als riskanter Lebensprozess. Der Körper muss kontrolliert werden. Denn offensichtlich ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er etwas nicht richtig macht, etwas nicht gut läuft, das Kind nicht gut versorgt wird, es zu klein bleibt oder zu groß wird oder zu viel oder zu wenig Fruchtwasser produziert. Und sind da nicht irgendwelche White Spots im Herzen? Versteht mich nicht falsch. Schwangerenvorsorge macht Geburten sicherer. Aber die Haltung dabei ist oft defizitorientiert und angstschürend. Und nicht nur bei der Vorsorge, auch bei der Geburt haben wir lediglich ein medizinisch ritualisiertes Prozedere. Wir machen Ultraschalluntersuchungen, schreiben CTG. Eigentlich wird die Gebärende bei der Geburt sogar verhältnismäßig wenig beachtet. Wir konzentrieren uns ziemlich auf das Ergebnis, das Baby. Wir müssen jetzt mal nach dem Baby schauen. Ihr Kind hat Stress. Sie müssen sich jetzt mal hinlegen. Sie wollen doch Ihr Baby nicht gefährden. Aber geboren wird nicht nur das Kind durch die Mutter, sondern auch die Mutter durch das Kind. Und Frauen wünschen sich neben dem gesunden Baby auch eine positive Geburtserfahrung, die ihre persönlichen soziokulturellen Überzeugungen und Erwartungen erfüllt. Möglichst natürlich und aus eigener Kraft. Geburt ist Transformation, also ein Übergang. Und Übergänge sind bedeutsame Phasen im Leben, Statuspassagen. Geburt verändert. Das kann einen unglaublich bereichern, empowern oder extrem schwächen. Und es hat immer einen Impact. Und wie groß dieser Geburtsimpact fürs weitere Leben ist, hätte ich auch nicht gedacht, bevor ich mein erstes Kind bekommen habe. Ich war ja damals, wie wahrscheinlich die meisten Frauen, sehr unsicher, wie das alles wohl sein würde, wie ich die Geburt empfinden würde. Ich meine, wie sind Wehen? Schaffe ich das? Ich war ja schon Hebamme und wusste um die biologischen Prozesse, aber letztendlich ist Geburt ja für jeden anders. Und ich war auf alles Mögliche vorbereitet, aber nicht darauf. Die Geburt war weder schmerzarm noch schnell oder irgendwie besonders. Also von außen betrachtet war sie ganz normal. Sie war normal lang, die Wehen waren normal krass. Und ich hatte auch sehr normal mit einer Welle der Verzweiflung zu kämpfen, in der ich dachte, das schaffe ich nicht. Weil die Sache ist ja die, Geburt ist eine ganz schön existenzielle Erfahrung. Aber als ich am Ende meine kleine Tochter warm und nass und noch voll mit Käseschmiere das allererste Mal in meine Arme schloss, da erlebte ich so ein Glücksgefühl, wie ich es niemals für möglich gehalten hatte. Das war wie ein Rausch,
eine unglaubliche Euphorie. Und einerseits war es natürlich die Freude über mein wunderschönes, perfektes Baby, aber andererseits war es auch ein Gefühl von Stolz und Stärke und Empowerment. Ich habe mich gefühlt wie Superwoman und darauf hat mich wirklich niemand vorbereitet. Das war mein erster bewusster Kontakt mit Birth Esteem. Und Birth Esteem, auf diesen Begriff bin ich gekommen, als ich diesen Vortrag vorbereitet habe. Birth bedeutet ja Geburt und Esteem bedeutet Wertschätzung, Achtung und Respekt. Und Birth Esteem bedeutet für mich, Vertrauen zu haben in die eigene Fähigkeit zu gebären. Wertschätzung und Respekt für den Akt der Geburt und das Selbstbewusstsein und Empowerment, was durch die Geburt entsteht, entstehen kann, wenn die Bedingungen stimmen. Zurzeit gibt es zu Recht viel Aufmerksamkeit für Gewalt in der Geburtshilfe, für Frauen, die Traumen erlitten haben. Das ist gut und richtig so, nimmt aber auch viel Raum ein. So viel, dass manche Schwangere inzwischen schon sehr unsicher sind und denken, Geburt wäre immer so schrecklich. Hier darf ein Gegenpol entstehen, denn es gibt auch so viele gute Geburten, die Frauen über sich hinauswachsen lassen und die stark und selbstbewusst machen. Auch diese Seite der Geburtshilfe braucht ein starkes Forum, Birth Esteem. Geburt ist Transformation und Geburt ist eine Herausforderung. Vielen macht sie ganz schön Angst. Für viele ist es keine Herausforderung, auf die man neugierig ist, sondern eine, von der sie denken, krass, ja, da muss ich durch. Weil, wenn wir in den Kreißsaal gehen, da haben wir schon einiges an Gepäck dabei. Und damit meine ich nicht diese berühmte Kliniktasche, sondern ich meine das, was wir in unserem Leben bereits über Geburten erfahren haben. Von unseren Müttern, von Freundinnen, von fremden Menschen auf Parkbänken und ganz, ganz viel aus Filmen. Und Filme zeigen uns ja ein sehr verzerrtes, überdramatisiertes, überzogenes Bild von der Geburt. Ich meine, im Film sieht es doch immer so aus. Wir lernen diese nette, wunderschöne Schwangere kennen und irgendwann kommt wie ein Blitz aus heiterem Himmel eine Wehe in ihren Körper gefahren und sie kann gerade noch sagen, oh mein Gott, ich glaube, es geht los, bevor sie dann gar nichts mehr sagt und nur noch schreit. In den Filmen können die Frauen auch sofort nicht mehr laufen. Warum, weiß eigentlich kein Mensch, weil die meisten Frauen, die ich kenne, kommen selbstständig laufen zum Kreißsaal und können auch durchaus noch sagen, dass sie zur Geburt kommen. Sie muss also so schnell wie möglich in den nächsten Kreißsaal gebracht werden. Und im Film macht das für den extra Drama-Effekt natürlich die Feuerwehr. Alternativ überfährt der Partner 5 rote Ampeln. Dort angekommen wird sie sofort in einen OP-ähnlichen Raum gebracht. Und Frauen bekommen natürlich im Film immer im Liegen ihre Kinder, meistens sogar auf so einer Art gynäkologischem Stuhl. Die meisten Frauen denken inzwischen schon, es müsste so sein. Dabei ist die Rückenlage ja nach dem Kopfstand so ungefähr die ungünstigste Position für so eine Geburt. Dann wird die Frau angeschrien, sie möge jetzt mal pressen, pressen, pressen. Und dabei kommt der Pressdrang ja ganz von alleine, das muss einem ja keiner sagen. Es wäre so, als wenn ich euch sagen würde, wann ihr zur Toilette müsst. Dann kollabiert der Mann vor der weiblichen Urkraft. Auch so schade, dass die Männer in den Filmen immer nur lächerlich gemacht werden, im Weg rumstehen oder eben umkippen, weil im echten Leben sind die PartnerInnen ja sehr hilfreich und wichtig für die Geburt. Am Ende greift der Arzt unter die Tücher und entwickelt das Baby im grellen OP-Licht. Ja, logisch, macht es Angst. Dabei ist die Geburt für unseren Körper ja eine ganz normale Aufgabe. Wie atmen oder schlafen. Unser Körper weiß genau, wie Geburt geht und er ist absolut dazu in der Lage. Es ist wie ein Programm, was abläuft, wie wir eben auch von alleine atmen oder schlafen. Atmung passiert von alleine, aber wenn ich aufgeregt bin, atme ich flacher. Wenn ich am Abend, sagt mir mein Körper, du bist müde, aber ich kann mich entscheiden, trotzdem in den Nachtdienst zu gehen oder in den Club.
Das ist zwar ungesund, aber ich kann mich entscheiden, dieses Schlafprogramm zu stören. Auch die Geburt möchte einfach nur ungestört ablaufen. Aber auch das Geburtsprogramm ist äußerst störanfällig. Unser Körper würde sich wünschen, dass wir uns für die Geburt einen Ort suchen, der warm und dunkel und ungestört ist. Nur mit Menschen an unserer Seite, die uns sehr vertraut sind. Und dann könnte er gut arbeiten. Ich hatte mal eine Katze, die Junge bekam, und sie hat sich für ihre Geburt meinen dunklen Kleiderschrank ausgesucht. Ich wusste das ja nicht und bin an den Schrank gegangen, um was rauszuholen. Und meine Katze hat es so gestört, dass sie mit der Geburt pausiert hat, sich einen anderen Ort gesucht hat und erst weitermachen konnte, als sie sicher war, dass es keine Störungen mehr gibt. Schlau, oder? Aber wir gehen für die Geburt an einen fremden Ort mit fremden Gerüchen, grellem Licht, Menschen, die wir nicht kennen, lassen uns medizinisch überwachen und erwarten von unserem Körper, dass er trotzdem funktioniert, dass das Geburtsprogramm trotzdem funktioniert. Und haben wir wenigstens eine Hebamme an unserer Seite, die uns motiviert und da gut durchleitet? Naja, die wenigsten werden ja kontinuierlich betreut. Die Hebamme, die zuständig ist, begleitet gleichzeitig noch 2, 3 andere Familien. Und dann sind wir in dieser Phase viel alleine. Und wir denken an alles, was wir bisher so über Geburten gelernt haben. Dieses Filmszenario. Und dann kommt die Angst. Und Angst ist kein guter Geburtsbegleiter. Wenn wir aber die Geburt nicht mit unseren Ängsten und schlechten Gedanken und diesen schlechten Bedingungen stören, dann kann das Geburtsprogramm ablaufen und dann kann was ganz Wunderbares passieren. Wir kommen in den Geburtsflow. Glückshormone werden ausgeschüttet, Endorphine. Endorphine sind körpereigene Opiate, Drogen, Schmerzmittel, extrem starke. Sie können Geburtsschmerzen extrem reduzieren, manchmal sogar komplett ausschalten. Und wenn dann das Baby geboren wird und die Wehen von einem Moment zum anderen wegfallen und nur noch diese Glücks- und Liebeshormone da sind, dann ist man total high. So wie das bei mir der Fall war. Und dann fühlt man sich stolz und empowered. Und dieses Gefühl bleibt. Daraus zieht man Selbstbewusstsein fürs ganze Leben. Weil wer geboren hat, der meistert eine existenzielle Grenzerfahrung, eine Leistung mit so viel Potenzial zu persönlichem Wachstum von innen nach außen. Das ist Birth Esteem. Sitzen zwei Frauen auf einer Parkbank. Die eine ist schwanger. Die andere schaut sie von der Seite an und sagt, wow, wie wunderbar. Ich beneide dich darum, dass du die Geburt noch vor dir hast. Als ich mein Kind bekommen habe, fühlte ich mich stark und unglaublich und wunderbar, wie auf Drogen. Und als mein Kind zur Welt kam, wurde ich so mit Liebe durchflutet, wie ich es nie für möglich gehalten hatte. Wie schaffen wir es, die Geburt so umzudeuten, so gut vorzubereiten und so gut zu begleiten, dass diese Unterhaltung wahrscheinlicher wird? Liebe Schwangere, bildet Banden, sucht euch Verbündete, Menschen, die euch gut tun. Macht einen empowernden Geburtsvorbereitungskurs. Challenget euren Geburtsort mit euren Wünschen, euren Geburtsplänen. Ihr seid wertvolle Kundinnen dort und seid stolz auf euch, egal wie es läuft. Liebe PartnerInnen, glaubt an sie, glaubt an ihre Kraft und unterstützt sie in dem, was sie will. Liebe Hebammen und GeburtshelferInnen, lasst uns weiter für bessere Bedingungen in der Geburtshilfe kämpfen, für uns und für die Familien, die wir betreuen. Und liebe alle, lasst uns die mentalen Rucksäcke der Schwangeren mit Einhornstaub und Feenglitzer füllen, damit sie stark, mutig und guter Hoffnung bleiben können. Wir brauchen mehr Birth Esteem. Vielen Dank.